Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2 Part 3. Ich bin der Lord Langster und wir stehen hier im Woodside Apartment. Haben im letzten Part so richtig auf die Nase bekommen. War ich ein bisschen überrascht, wie schwach wir doch eigentlich sind. Wir spielen ja schließlich auf Hard. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier zurechtkommen. Das wird, glaube ich, dann doch eine härtere Nummer. Aber gut, jetzt haben wir so angefangen. Jetzt müssen wir so weitermachen. So. Gleich rechts, ja, oder? Ah ne, ich brauche die Lampe. Die Lampe war ja hier links. Das heißt, wir gehen nochmal an dir vorbei. So. Da war, glaube ich, zu, ne? Ah, ne. Scheiße. Hä, wo war denn die Lampe jetzt schon wieder? Oh Mann. Scheiße. Wollen wir mal da lang gehen? Hä, wo war denn? Verdammt nochmal, was? Hä? Hier war die Lampe. Genau. Dankeschön. So, jetzt kannst du mich mal. Dich lassen wir jetzt hier nämlich in Ruhe, du blödes Vieh. So. Jetzt gehen wir nochmal schnell hier hinter. Hier war jetzt der Raum mit diesen. Alter, da sind ja zwei. Ich wollte jetzt eigentlich mal da hinten gucken. Dann gehen wir jetzt mal schnell hier rein. Hoffentlich stecke ich jetzt nicht allzu viel ein. Auf jeden Fall liegt da was. Was auch immer das jetzt war, ich hab's nicht gesehen. Oh, Scheiße. Scheiße, lauf, lauf. Oh nein, nein, ich hänge hier irgendwie fest. Oh, wo. Noch was, nein, 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 nein. Oh, hä? Lol, jetzt habe ich es ja wieder voll verkackt, ey. Ich muss da durch. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Oh mein Gott. Es ist nicht tot. Doch, es ist tot. So, jetzt muss ich hier nur wieder rauskommen. Oh, Scheiße. Ah, fuck you, Mann. Töte ich den jetzt eigentlich schon wieder? Noch irgendwas. Hier gibt es überhaupt nichts. Ich muss hier wieder raus, ey. Ich muss hier unbedingt raus. Alter Schwede. Bitte heile mich jetzt gelb. So, jetzt wage ich mich auch noch dahinter. Warte mal, habe ich eigentlich nicht eine Kurztaste, um meine Lampe auszumachen? Mann. Aber gut, jetzt wissen wir es, ne? Naja. Aua, aua, aua. Ah, du stehst natürlich genau im Weg. Oh. Ja. Kommt mal hier. Käfer, alles klar. Ist in Ordnung. So. Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, ob schwer so eine gute Idee war.
Also entweder bin ich echt eingerostet, also ey, früher habe ich das Spiel mit Energiedrinks en masse durchgespielt. Aber wie gesagt, ich habe es glaube ich auch noch nie auf Hard gespielt dann. Oh, wow, wie viele hier aber auch sind. Kriege ich bitte ein wenig Heilung? Das Schloss ist wohl kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Da steht etwas auf der Uhr geschrieben. Die Narben der Vergangenheit werden den Nagel entfernen, der die Zeit anhält. Egal wie sehr ich schiebe, sie bewegt sich nicht. Es scheint, als wäre sie am Boden festgeklebt. Ja, das ist dann wohl der Nagel der Zeit, ne? Also müssen wir hier irgendwas machen? Was macht den Nagel der Zeit? Die Narben der Vergangenheit werden den Nagel entfernen, der die Zeit anhält. Die Narben der Vergangenheit. Der Boden und die Wände zeigen Kratzer. Sieht aus, als wäre etwas Schweres hierher gezogen worden. Ist um 1:28 und 15 Sekunden stehen geblieben. Das Ziffernblatt ist geschlossen. Es ist verriegelt. So kann ich die Zeiger der Uhr nicht berühren. Kamera in dieser Position hier ist, kann man da eindeutig zwischen Wand und, seht ihr das? Da der Lichtschein dahinter. Also da ist ein Durchgang. Da wollen wir natürlich durch. Jetzt müssen wir die Narben der Vergangenheit suchen. Finden wir die jetzt hier im Apartment oder irgendwo im Haus? Ich weiß das nicht mehr. Mal merken, wo die Uhr jetzt ist, und zwar in. Ich finde das voll doof, das. Woodside Apartment 2F, also im Second Floor sind wir in der 208. Ah, das ist eigentlich schön eingezeichnet. Oh, das ist eigentlich sehr gut eingezeichnet. So, jetzt die Frage: Ist die 209 noch offen oder lohnt es sich nicht dahin zu gehen? Ah, da war ein Gitter, ne? Da kommen wir ja gar nicht. Die 202 ist nur verschlossen, da fehlt mir ein Schlüssel. 201. Warum war ich denn die anderen Türen jetzt nicht abklappern und warum war ich denn nicht in der 206? Falls wir da überhaupt reinkommen. Na gut, dann laufen wir jetzt nochmal in die Sackgasse hier rechts. Hoffen, dass wir das überleben. Okay, das war gar nicht schlecht. So, die ist abgeriegelt und jetzt müsste ja noch eine Tür kommen, ne? Okay, die ist auch zu, hier rum. Oh, das war nur ein Käfer.
Kamera, oh mein Gott. Lass mich, lass mich. Sie ist abgeschlossen. Habe ich keinen 202 Schlüssel? Nee. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich gehe erstmal ins Treppenhaus wieder hier. Scheiße. Nein. Oh. Ich hätte schwören können, wir müssen jetzt in die 202, aber wo ist der Schlüssel? Der wird doch nicht in dem gemeinen Zimmer mit den vielen Monstern liegen. Der Schlüssel. Wenn ich meinen Arm ausstrecke, könnte ich ihn vielleicht erreichen. Ja, bitte. Nimm doch dein Brett. Du hast doch so ein Holzbrett, Mensch. Au! Lol. Hey, wait! Damn it! Was soll das denn bitte, Scheiße. Warum rennt denn hier ein kleines Kind rum? Angst. Aha. Ist hier der Schlüssel? Oh, eine Pistole, guck mal. Es ist ein Einkaufswagen. Wie kommt der hierher? Mann, da liegt eine Pistole. Die ist viel wichtiger. Nimm sie doch. Ha. Nice. Die Mauer ist pockenartig überzogen mit Einschusslöchern. Na, stimmt. Das ganze Zimmer, ne? Wahnsinn, hier hat einer richtig wild um sich geschossen. Das sieht ja eher aus wie mit einer Automatikpistole geschossen, nicht mit so einer kleinen Pistole. Da liegen ganz viele Hülsen auch rum. Alter, hier ist ja richtig einer ausgerastet. Das ganze Zimmer ist vernarbt. Ah, mehr gibt's hier leider auch nicht. Ach, scheiße. Wo finde ich denn jetzt diesen scheiß Schlüssel? Ach, warum haben wir das denn jetzt auf schwer gestellt, ey? Was ist jetzt für Geräusche? Warum? Ey, ich entdecke das Spiel gerade völlig neu, ey. Das ist ja voll krass. Hä, das kam mir auch nicht bekannt vor, dieses... Ich brauche diesen scheiß Schlüssel. Ich gehe. War hier irgendwo speichern?
gerne mal. Hey, hier sind gar keine Monster gerade, sehe ich gerade, ne? Ja, Mann, hier sind gar keine Monster. Hier, die Sackgasse haben wir ja noch nicht erkundet, ne? Jetzt machen wir mal hier schnell einen roten Strich auf die Karte. Lol. Da hat er das wieder gemacht. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Das macht er nicht immer. Ich weiß nicht, ob das damals in der PS2-Version schon so war, dass der gegen eine Wand laufen konnte. Aber wahrscheinlich habe ich das alles nur vergessen. Aber warum haben wir denn gar keine Monster mehr hier? Jetzt ist ja richtig Ruhe. Guck mal, jetzt kann ich mich hier nochmal umschauen. Nur eine ganz normale Waschmaschine, nichts Interessantes. Ich glaube, der Müll, der da drin steckt und das Rohr verschließt, den muss ich irgendwie loswerden. Also da müssen wir irgendwas drauf schmeißen oder so, dass der Müll durchrutscht. Aber warum? Das weiß ich auch nicht mehr, aber das werden wir schon gleich rausfinden. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal hier hinten in die 200 irgendwas in der Hoffnung, dass da jetzt keine Monster mehr drin sind und wir uns... Bin ich jetzt woanders, oder? Ah ne, das war die Tür, wo wir die Lampe gefunden haben, ne? Richtig. Vielleicht gab es ja auch hier den Schlüssel. Guck mal, hier liegt nochmal was. Aha. Jetzt liegt das Vieh einfach nur so rum. Dots. Fällt mir voll. So. Wenn jetzt hier Viecher drin sind, nehme ich die Knarre in die Hand, oder? Scheiße. Aber ich will meine Pistolenschüsse nicht verballern. Ich will nur den Schlüssel haben. Mann. Bin mir halt auch nicht sicher, ob wir den da drin finden. Ich nehme es an, aber wenn wir den jetzt nicht finden, dann... Was soll ich nur tun, ey? Was mache ich denn da jetzt? Nochmal ganz runter speichern. Nochmal auf die Karte. So. 205 haben wir die Lampe gefunden. Hab ich. 202 ist verschlossen. 208 ist das Uhrenrätsel. Und in der 210 habe ich Pistolenmunition gefunden und drei Gegner. Wir gehen nochmal in die 208, weil da habe ich keine Gegner und wenn da wirklich nichts zu finden ist, dann muss ich mich wahrscheinlich hier dem fiesen Raum nochmal stellen. Wo ich da wirklich ungern rein möchte. Irgendein Geräusch nördlich von hier. Ja, was ist denn jetzt Norden, Das ist Norden.
Das rote Pyramidending. Es ist nicht Pyramid Head. Muss man ganz klar sagen, ne? Pyramid Head ist im Film entstanden. Das ist jemand anderes. Wie sanft das Licht auch angeht. Echt super. Warum steht denn der jetzt auf einmal da? Wir waren doch schon mal hier, oder nicht? So, hier habe ich die Knarre gefunden, ne? Ich verstehe das nicht, warum. Wir waren doch schon mal hier drin jetzt, oder nicht? Warum verar. Die verarschen mich hier voll, Mann. Ja, hier ist doch die Uhr. Lol, wir haben doch den Fernseher vorhin nicht ignoriert. Das ist doch jetzt hier neu. Sehr gemein. Ich glaube, das können wir jetzt nicht besser sehen, aber wenn nicht, ach, hier. Nimm. 202, na bitte. Ich glaube, dass das eine Leiche ist, die James Sunderland sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Also sogar das gleiche Modell ist von den Spielentwicklern halt. Natürlich interessant, dass wir gerade das rote Pyramidending gesehen haben und jetzt hier quasi wir selbst tot im Sofa sitzen. Das weiß ich jetzt halt, also man sieht es halt wie gesagt nicht so gut. Normalerweise würde man das jetzt nicht so mitkriegen. Aber man weiß es halt durch diverse Trivias und so, ne? Man hat sich halt Leute mal die Mühe gemacht, sich das von der anderen Seite anzuschauen. Na gut, dann, jetzt haben wir ja genug getrödelt. Jetzt sind hier wahrscheinlich wieder Gegner, aber ich möchte jetzt bitte in die 202. Jetzt ist er wieder weg. Immer noch keine Gegner hier. Doch. Och, hätte ich mal nichts gesagt, ja. Och, komm. Lass mich, lass mich! Lass mich, lass mich! Oh. Gutes Aiming, mein Freund. So. Bitte keine Gegner, bitte nicht. Gott sei Dank. Da ist schon mal Heilung. Was für seltsame Apartments das doch sind, ey. Warum leuchtet denn da was? James, was leuchtet denn da? Zeig mir das. Was ist das? Oh mein Gott, ich will's sehen. James! Sehr geil. Es werden immer mehr, ne? Oh nein, da hat es doch auch rot geleuchtet. Oh nein. Was? Was? Thank you.
Schon wieder ein Insektensammler, so wie Alex Bruder. Ich glaube, bei Downpour waren wir doch auch in so einem Kinderzimmer, wo so ein Kind Insekten gesammelt hat, ne? Oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Arm reinstecken sollen, wa? Na ja, komm. Wir sind mutig, wir machen das. Es ist zu dunkel, um sicher sein zu können, aber ich glaube, da ist was auf der anderen Seite des Loches. Ja, ich will es untersuchen. Also ich würde da ja niemals reingreifen, vor allem nicht, wenn da so ein mechanisches Geräusch ist, was sich so anhört, als würde deine Hand gleich zermatscht. Oh mein Gott. Er probiert's nochmal. Schlüssel mit der Uhr. Okay. Na gut, dann sind wir jetzt einen Schritt weiter. Jetzt kann man nämlich wieder zum Uhrenrätsel zurück. Und damit dürften wir ja dann weiter vorankommen hier im Apartment. Scheiße, ich muss rechts, ne? Lass mich! Lass mich! Sei Dank machen die keine Türen auf die Monster scheiß blöden Viecher, ey. So. Ich verstehe das bis heute nicht, wie ich. Bis heute, als wäre das so vor 10 Jahren passiert. Aber der Raum hat sich doch geändert, oder? Ich bin doch nicht blöd. Als wir das erste Mal hier bei der Uhr waren, stand hier der Einkaufswagen mit der Pistole. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher. Aber. Mann, wenn da so ein Fernseher gewesen wäre und den Schlüssel, das hätte ich doch niemals übersehen. Niemals. So, was haben wir denn hier? Ja, das ist eigentlich ganz nett, weil hier weiß ich natürlich jetzt schon Bescheid. Zuerst einmal werden wir den Schlüssel benutzen. So, die Uhr ist um 1.28 Uhr und 15 Sekunden stehen geblieben. Das Ziffernblatt ist geschlossen, ist verriegelt. So kann ich die Zeichen der Uhr nicht berühren. Aber du hast deinen Schlüssel oder nicht? Muss ich den jetzt hier auch manuell benutzen oder was? Alter, wie tot ich bin. So. Schlüssel mit Uhr. Am Ende des Schlüssels befindet sich eine kleine Uhr. Er war in einem Loch in der Wand in Zimmer 202. Ansonsten gab es nichts Neues. Könntest du ihn ja nochmal anschauen. Da ist eine Uhr drauf, okay. Dabei fällt mir ein, dass es in Zimmer 208 eine große Uhr gab. Ja. Könnte es sein, dass da schon die Lösung angezeigt wird? Das werden wir mal gleich überprüfen. Also entweder ist man jetzt so auf die Lösung gekommen, ich weiß nicht, ob die richtig ist. Eine andere Herangehensweise wäre... Ja, mach den mal auf, den Schrank. Oh Mann. Jetzt. So, jetzt können wir nämlich, genau, ich kann das nämlich jetzt verdrehen. Oh, nicht zumachen. Da steht etwas auf der Uhr geschrieben. Die Narben der Vergangenheit werden den Nagel entfernen, der die Zeit anhält. Das ist natürlich ganz klar. Die Narben der Vergangenheit sind dann hier wahrscheinlich einfach die
Das ist hier so in die Wand, glaube ich, eingeritzt. Was ist das? So unter der Tapete, also das sind auch tatsächlich Narben der Vergangenheit, oder nicht? Und dann haben wir da drei Striche, die höchstwahrscheinlich die Uhrzeiger verkörpern sollen, ne? Die Minuten-, Stunden-, Sekundenzeiger. Und dann haben wir Henry, Mildred und Scott. Und das Rätsel ist eigentlich so zu lösen, indem man jetzt einfach Henry, H für Hour, Stunde, Mildred, M für Minute, für Minute und Scott für Second, Sekunde. Und damit haben wir eigentlich jetzt schon die Lösung. Dann werden wir jetzt also den Stundenzeiger auf die 9 setzen und Mildred auf die 1, oder? Machen wir also 5 nach 9. Sekundenzeiger auf Viertel nach. So, also haben wir jetzt die an den Narben der Vergangenheit abgelesen. Jetzt geht's schneller. Oh. Siehst du, wir haben gar keinen Sekundenzeiger. So, so. So. Da gab es eine akustische Rückmeldung. Da glaube ich doch mal, dass es jetzt frei ist, ne? So, wir haben jetzt den Nagel entfernt, der die Zeit, sprich die Uhr, anhält. Also dürften wir sie jetzt verschieben können. Jawohl. Sehr spannend. Voll das volle Zimmer. Aber wenigstens keine Monster. Oh, speichern könnte ich hier. Das ist jetzt die Frage. Wir haben so viel Gesundheit am Anfang verloren. Will ich das speichern? Ja, natürlich. Ich mache jetzt das, was wir in dem Part geschafft haben, nicht nochmal, oder? Gut, dann, ihr habt mich überstimmt. Wir gehen speichern. Und dann gucken wir nochmal schnell auf den Gang, oder? Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ein bisschen können wir nochmal lunzen gehen. Kamera ist ja wieder ganz gemein hier. Lol, hier ist gar nichts. Ich muss jetzt mal, tut mir leid, aber ich muss jetzt mal gucken, ob hier Stereo vertauscht ist. Nee. Ah, ist ein bisschen komisch. Aber gut. Gehen wir jetzt nochmal durch. Wo kommen wir denn da hin? Wohin? Ins Treppenhaus, ganz klar. Das heißt, wo stand denn jetzt der Pyramid Head? Der stand doch hinter so einem... Ne, warte mal, eine Etage höher war der Schlüssel, ne? Genau, komm. Vielleicht komme ich ja da jetzt dran. Da liegt was. Komm schon. Na, komm schon. So, sind wir jetzt auch auf der richtigen Seite, da wo dieser Schlüssel liegen sollte? Hoffentlich ist da jetzt kein... Lass mich durch! Jetzt ist aber wieder scheiß dunkel, ja. Thank you.
Oh scheiße, das ist keine gute Idee, Mann. Alter, bist du verrückt, James. Okay, es war gut, er ist weg, aber du hast sie doch nicht mehr alle, ey. So, hier lag noch ein Schlüssel, ne? Richtig. Schlüssel zum Hof. Ihr müsst mir mal ein bisschen Feedback geben, ob ich ein bisschen mehr erklären soll, weil ich überlege gerade, ich könnte nämlich zu dieser Szene schon wieder was erzählen, was aber wahrscheinlich auch ein bisschen spoilert, und jetzt weiß ich nicht, ob man das jetzt schon hören will oder ob ich lieber warten sollte, bis der richtige Moment gekommen ist, aber dann haben wir diese krasse Szene nicht mehr so gut in Erinnerung vielleicht wie jetzt, wo wir das gerade erlebt haben. Ich meine, wie skurril, oder? Steht dieses rote Pyramidending hier und keine Ahnung, das hatte schon ein bisschen was. Ja, schon pornografisches eigentlich, ne? Wie er da das Vieh festgehalten hat, die Beine auseinandergezogen hat und dann die so gequält hat. Ja, ich halte mal meinen Mund, vielleicht komme ich da später nochmal drauf zurück. Ihr könnt mir da einfach mal eure Meinung schreiben, ob ihr sowas gleich hören möchtet oder ob wir da lieber erstmal dem Stand der Geschichte bleiben und nicht so viel spoilern. Und ich werde mich jetzt, glaube ich, aber zurückmachen. Obwohl, eigentlich würde ich hier schon gerne nochmal gucken gehen jetzt. Ist das hier jetzt mit dem Schlüssel? Jawohl. Ich habe den Schlüssel zur Nottreppe. Ah, jetzt... Der sieht doch schon wieder was. Was siehst du? Munition. Nimm sie! Jetzt muss ich gleich kämpfen. Okay, hier ist zu. Lass mal schnell auf die Karte gucken. Wo sind wir denn jetzt? Okay, da hinten ist noch ein Treppenhaus. Alles zu, alles zu. Da waren wir. Machen wir die Etage gerade noch fertig hier, oder? Ich sehe nichts, ich höre nichts. Sehr gut. Lol. Gegen die Wand gelaufen. Der Idiot läuft gegen die Wand. Ach so. Oh, jetzt kann ich hier bestimmt nicht speichern, weil in dem Treppenhaus nichts zum Speichern ist. Ah, aber hier komme ich jetzt in die erste Etage, ne? Ah, ja. Lol. Lauf doch nicht schon mal gegen die Wand, Mensch. Das sieht so ein bisschen bedeppert aus. Ja, James, aber eigentlich müssen wir Schluss machen, ne? Ganz ehrlich, was ist hier los? Wollen wir das jetzt wirklich noch machen? Ach so, das ist aber nur der eine Gang hier. Schaut mal. Ja, okay, komm. Bisschen Überlänge heute. Saft in Dosen. Lol. Was will ich denn mit Saft? Sechser Pack Saft in Dosen. Im Flur auf der ersten Etage gefunden. Hm.
Wisst ihr, was waren das noch für ein Schlüssel hier? Schlüssel für Nottreppe. Schlüssel zur Treppe, die vom Flur zur Nottreppe führt. Im Flur auf der dritten Etage gefunden. Aha, Schlüssel zum Hof. Ja. So, ja, dann war es das nämlich hier schon. Sind wir schon wieder fertig. Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg zurück, gehen dann speichern. Und dann sind wir, glaube ich, doch ein gutes Stück vorangekommen hier im Apartment. Ich habe erst so in den ersten 15 Minuten gedacht, ach du Scheiße, jetzt sitze ich hier fest. Aber jetzt war ja. Oh, liegt da noch was? Sah nur so aus. Aber jetzt bin ich eigentlich doch ganz zufrieden, oder? Was meint ihr? Sind doch ein gutes Stück vorangekommen, haben sogar noch ein Rätsel gelöst. Alles gut. Jetzt muss ich nur noch mal. Ich muss geradeaus zum Treppenhaus, richtig? Also einfach nur hier rum. Ich dachte gerade, jetzt sind wieder keine Gegner da, weil das erst nicht zu hören war. Ah, und jetzt wissen wir natürlich auch, warum da vorhin in der zweiten Etage. Türen. Warum da dann keine Monster da waren, als Pyramid Head da war, ne? Also der scheint nicht nur uns arme Menschen zu jagen und töten zu wollen, sondern auch die Monster selber. Wobei man jetzt wieder vermuten könnte, warum ist das so? Sind die Monster vielleicht andere Krähe oder andere Menschen, die hier nur herumirren, die wir dann blöderweise töten? Vielleicht sind wir ja alles nur verrückte Irre hier, die irgendwie auf der Selbstfindung sind. Ja, das natürlich nicht, aber. Aber warum ist das so? Warum ist das rote Pyramidending so eine Ausnahme? Man weiß es nicht. Man munkelt's nur. So, hier dürften wir jetzt speichern können, ne? Sehe ich das richtig? War das hier? Jawohl. Dann schreibt mir doch wieder ein nettes Kommentar zu dem Part. Das würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann einfach wieder im nächsten Part zu Silent Hill 2. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei wart. Und das war's von mir. Bye, bye. Euer Längster.